Am Donnerstag um 21 Uhr trafen dann Deutschland und Serbien am zweiten Spieltag der Gruppenphase aufeinander. Die Deutschen erfüllten ihre Pflichtaufgabe gegen Dänemark. Souverän gewann sie dort mit 3:1. Serbien verlor mit 2:0 gegen Österreich und lieferte insbesondere nach vorne einen absolut schwachen Auftritt ab. Und zudem noch die rote Karte für Jovanovic, der Wolf ja schwer verletzte. In die Partie hineingesprungen, Deutschland spielbestimmt und kreativ nach vorne und gleich erfolgreich. Öztunali zu Waldschmidt, 11. Spielminute. Die frühe Führung für die deutsche Nationalmannschaft ist auch ein guter Schuss. Waldschmidt, der schon erfolgreich gewesen war gegen Dänemark, hier wieder mit dem Treffer. Im Mittelfeld wollte Serbien dann mit schnellem Passspiel nach vorne kommen, ging aber postwendend wiederum in die andere Richtung. Richter von Eggestein bedient, Richter in die Mitte zu Waldschmidt, kein Abseits und 2:0. 10 Minuten nach seinem ersten Treffer legt er gleich noch einen drauf. Der Freiburger machte in diesem Turnier nach gerade mal 2 Spieltagen schon richtig auf sich aufmerksam. Der Verlauf des ersten Durchgangs blieb dann erstmal unverändert. Wieder Deutschland auf dem Vorwärtsmarsch. Maxi Eggestein kriegt dann den Abschluss. Babic aber erstmal dazwischen, rückte in die Startaufstellung eben für den gesperrten Jovanovic. Doch der Abschluss dann zu harmlos und eben verhindert. Enttäuschender Auftritt der Serben. Zum zweiten Mal in Folge mit nahezu keinen Akzenten in die Spitze. Luka Jovic konnte nicht bedient werden. Dann nochmal Deutschland und Marco Richter war an allen 3 Treffern beteiligt gegen Dänemark und jetzt macht er hier fast den nächsten. Sehr gute Abnahme und dann fehlt nur noch relativ wenig. Eine absolut verdiente 2:0 Halbzeitführung, die auch durchaus noch höher hätte ausfallen können. Doch die Elf von Stefan Kunz konnte sehr gut damit leben, weil Serbien auch im zweiten Durchgang nichts nach vorne zustande brachte. Marco Richter mit der Flanke, erstmal das Ganze geklärt, doch Deutschland blieb vorne dran. Luka Waldschmidt hat die Übersicht, kann nicht nur abschließen, dann ist aber endlich mal einer dazwischen und der Schuss von Öztunali wird nicht wirklich gefährlich. Die Defensive stabilisierte sich jetzt bei Serbien ein wenig, mehr wurde es allerdings auch nicht. Weite Verzweiflungsbälle, die im Fuß der Deutschen landen. Neuhaus, Dahoud, Waldschmidt zu Öztunali. Der im Strafraum etwas missglückte Flanke. Irgendwie wird es dann aber nochmal gefährlich, weil Dahoud plötzlich völlig frei vorm Kasten auftaucht. Ihn aber nicht über die Linie bringt. Am Keeper vorbei, der etwas Glück hat, sich groß macht und dann den Ball an die Brust bekommt. Schlussphase, Deutschland verwaltete und setzte kleine Nadelstiche nochmal in die Offensive. Öztunali, Neuhaus, sehr guter Ball auf die rechte Außenbahn, schön weitergeleitet von Klostermann zu Waldschmidt, der scheitert und Dahoud muss es hier natürlich machen zum 3:0. Das wäre dann auch absolut verdient gewesen, auch dieser Abstand hätte auf dieser Partie stehen können, aber es war ein souveränes 2:0 und dann dürfte im letzten Spiel vermutlich ein Unentschieden gegen Österreich reichen, um in die nächste Runde einzuziehen.